Sei willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Ja, ihr seht es bereits im Titel. Was ist da jetzt eigentlich los? Die Sache mit Tizi Schubech. Was ist hier eigentlich passiert? Also, das ist in den letzten Tagen ja so polarisiert, das hätte ich erstens niemals erwartet und zweitens, das war auch nie mein Plan. Ich hatte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass solche Reaktionen kommen und dass das Ganze so Ausmaße annimmt, wie es im Endeffekt geworden ist. Aber genau darauf werde ich jetzt eingehen und genau das werde ich jetzt ansprechen und versuchen, euch ein bisschen aufzuklären und vor allem euch mal ein bisschen ins Gewissen reden. Und zwar nicht Tizi Schubech, weil die haben im Endeffekt nichts falsch gemacht. Ich allerdings auch nicht, sondern die Communities. Und die Communities ziemlich, ziemlich doll. Wir kommen zu den beiden Seiten. Ich stelle euch erst die Sicht der Tizi-Jungs dar, ich stelle euch dann meine Sicht dar. Und dann reden wir nochmal darüber, was viele von euch in den Kommentaren verzapft haben, weil das geht überhaupt nicht klar. Ich habe übrigens mit den Tizi-Jungs geschrieben auf Instagram. Ich werde euch hier keine Screenshots reinmachen, was finde ich nicht korrekt. Ja? Ich finde es nicht okay, Sachen zu zeigen, aber das werden die bestimmt auch sagen in ihrem Video, weil sie haben gesagt, dass sie noch ein Video machen wollen, was ich persönlich nicht nötig finde, aber okay, wenn sie es machen wollen, sollen sie es machen. Wir haben geschrieben, ich habe mich entschuldigt. Das wurde nicht wirklich angenommen. Ich weiß, ich werde aber noch sagen, wofür ich mich entschuldigt habe. Ja, ich habe mich nicht für das Video entschuldigt oder irgendwas, weil ich habe, wie gesagt, in meinen Augen nichts falsch gemacht. Aber nichtsdestotrotz, für die Kommentare, für die Community habe ich mich entschuldigt. Und es hat nicht wirklich was gebracht. Aber nichtsdestotrotz werde ich das Ganze jetzt mal ein bisschen aufklären. Zunächst einmal, Clickbait ist das nicht. Ja, wir sehen das hier, Tizi Schubech Fatal Quit. Wir sehen hier das Team. Wir sehen Tizi Schubechs Account. Es ist Tizi Schubech gewesen, das sehen wir am Anfang vom Video. Das ist deren Account. Ja? Und sie sind nach 8 Minuten beim Stand von 0:1 gequittet. Es ist das Fatal Team, es ist ein Quit, es ist Tizi Schubech, ergo dieser Titel. Jetzt werden einige sagen, du kannst nicht wissen, dass die aufgenommen, oder die haben nicht aufgenommen, musst du doch wissen. Musst dir den Team nachgucken. Aber dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir im Laufe des Videos noch. Keine Sorge, dieser Punkt, den kann ich komplett entkräften. Keine Sorge. Wir kommen erstmal dazu, dass mir dann gesagt wird, dass ich Clickbait mache. Und passenderweise haben wir, ich weiß nicht, ob die Cam ist verdeckt, aber ich denke eher nicht, ich denke, die Cam mache ich unten hin, haben wir hier Pato. Tizi Schubech wurde beim Faken in Fatal erwischt. Pato hatte mit der Situation, soweit ich mich erinnere, überhaupt nichts zu tun. Aber macht trotzdem Video dazu. Ich muss sagen, dass das Video vernünftig ist. Ja, das Video ist okay. Pato geht da vor allem auf die Communities ein, macht mir keinen wirklichen Vorwurf. Soweit ich es gesehen habe, macht den Tizi-Jungs keinen wirklichen Vorwurf. Alles in Ordnung. Seht man ja auch am Like-Dislike-Verhältnis, beziehungsweise was für Dislikes. Ja? Das ist ein gutes Video gewesen. Aber nichtsdestotrotz ist das hier kein Clickbait. Dass ich den Namen, wenn ich gegen einen großen YouTuber schreibe, den Namen im Titel schreibe, ist, glaube ich mal, absolut legitim. Das macht man immer so. Ja, natürlich wählt man Titel, die Klicks generieren. Das machen die Tizi-Jungs so, das macht Pato in dem Fall so. Wir sehen hier Gamer Brother, der macht das auch so. Ich scroll mal ein bisschen runter, damit ihr das sehen könnt. Gamer Brother, Team of the Year, Ronaldo Fatal, auch in Caps geschrieben, komplett normal. Dann haben wir hier beispielsweise Tizi Schubech Fatal Skandal, auch vollkommen normal. Wir wechseln den Verein. Man macht solche Kommentare oder man macht solche Titel. Man will ja Klicks generieren, das ist vollkommen legitim. Ja? Solange man nicht lügt im Titel oder falsche Tatsachen verbreitet. Und das ist keine falsche Tatsache, weil, ich erkläre es nochmal, Tizi Schubechs Team, Quit und Fatal Team. Ja? Also Tizi Schubechs Account, Quit und Fatal Team. Erstmal die Sicht der Jungs. Aus deren Sicht habe ich den natürlich ordentlich ans Bein gepisst. Das kann ich auch verstehen. Wenn wir das Ganze angucken, dann sieht das so aus, als ob ich denen vorwerfen würde, irgendwas zu faken. Die haben ihr Video hochgeladen. In ihrem Video haben sie, wie wir sehen werden, einen anderen Teamnamen. Und zwar heißt das Team da Fatal 2. In meinem Video hier heißt das Team Schwelles. Ja? Wie gesagt, ich habe auch mit den Jungs geschrieben. Dazu haben Mods irgendwie aus dem Livestream die Accountdaten. Die können also auch sich einloggen, die können theoretisch auch spielen. Kann sein, dass das da war. Sie haben selber gesagt, sie können sich an das Spiel nicht erinnern. Ist vollkommen legitim. Punkt ist, es war der Account, sie sind rausgegangen. Aber es war nicht in der Episode und es war wohl auch nicht während der Aufnahme. Kommen wir dazu, wann dieses Video veröffentlicht wurde. Am 28.03. Und jetzt müssen wir leider Gottes eigentlich fast schon von der Sicht von den Jungs weggehen.
Ja? Natürlich ist es für die scheiße, beleidigt zu werden, aber wir wurden beide beleidigt, deswegen kann ich es aus meiner Sicht ganz gut sagen. Wichtig ist das hier. Dieses Video. Ja? Die erste Episode. Wer wird unser Spieler? Und wir sehen hier am Ende die Auswahl zwischen De Gea, Bale, Neuer und Okocha. Im Endeffekt wurde sich offensichtlich, wie wir auch in der zweiten Episode sehen können, für Bale und De Gea entschieden. Bale und De Gea stehen in diesem Team. In der zweiten oder am Ende der zweiten Episode werden Blanc und Ramos sowie Vidal und Boateng vorgeschlagen. Im Endeffekt wurden wohl Blanc und Ramos ausgewählt. Diese Episode kam auch, wie gesagt, am 28.03. Jetzt kann man sagen, Max, dein Video kam doch erst am 31.03. Du musst doch wissen oder du musst doch nachgucken, ob das bei denen vielleicht irgendwie nicht in der Episode drin ist, dass der Teamname anders ist. Du musst doch wissen, dass es Aufwärmspiele gibt. Zum Punkt Aufwärmspiele, ich gucke Fatal nicht. Und ich habe in der 111 Cup Gruppe auch das reingeschrieben, dass ich gegen Tizi gespielt habe. Und auch da, und die gucken Fatal, soweit ich weiß, hat niemand mehr erzählt, dass es Aufwärmspiele gibt. Ich dachte, man spielt Fatal lediglich, um aufzunehmen. Weil Warmer-Spieler geben da für mich auch keinen Sinn. Aber gut, das ist ja jedem selbst überlassen. Anscheinend wärmt sich da jeder auf. Was auch vollkommen okay ist, ja. Will ich überhaupt nicht kritisieren. Wusste ich aber nicht. Hat mir niemand gesagt. So. Jetzt kann man sagen, Max, du hast trotzdem später hochgeladen. Du hättest gucken können. Nein, hätte ich nicht. Und vor allem zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht. Denn dieses Video wurde veröffentlicht am 31., während dieses Video, das hier, am 28. veröffentlicht wurde. Allerdings wurde mein Video am Dienstag, den 27. aufgenommen und dafür habe ich ganz einfache Beweise. Erstmal in der 111 Cup Gruppe habe ich das reingeschrieben. Die Jungs können es euch alle bestätigen, die können euch alle sagen, dass ich an diesem Tag das bereits reingeschrieben habe. Punkt 2 ist, also ich denke mal, es war wirklich ein Aufwärmspiel, weil sie am Tag vorher wahrscheinlich aufgenommen haben, bevor sie es hochgeladen haben. Punkt 2 ist, dieser Tweet von mir. Am 27. März, ne, einen Tag davor. Tizi Schubech, nehmt ihr euren Quid nach 8 Minuten mit in die Episode. Also ich habe aufgenommen, ihr auch. Ihr merkt, dass ich abgefuckt war, das sieht man ja auch im Video. Und im Video habe ich dann gefragt, und ich habe gefragt, was das soll. Habe gesagt, die quitten für Fatal, weil ich angenommen habe, dass das deren Team ist. Wie gesagt, damals gab es dieses Video noch nicht. Ich konnte den Teamnamen noch nicht sehen, weil ich am 27. aufgenommen habe. Ich wusste nicht, dass das in der Aufnahme Fatal 2 heißt. Konnte ich nicht sehen. Ja. Und ich habe gefragt, was soll das? Und habe gesagt, schreibt mir in die Kommentare. Gut, das muss ich ganz ehrlich sagen, war falsch aufgefasst von euch. Habe ich auch ein bisschen missverständlich formuliert. Ich meinte nicht euch. Ihr solltet mir darauf nicht antworten. Ja. Ich meinte die Jungs. Ich meinte Tizi Schubech, weil ich wusste, dass die das sehen würden, das Video. Ja, beziehungsweise wusste ich, dass sie entweder diesen Tweet sehen, was ich gehofft habe, habe ich aber keine Antwort darauf bekommen. Ich habe den Jungs auch geschrieben, sie haben gesagt, sie haben den Tweet nicht gesehen. Ja, okay, hat eigentlich Reaktionen, kann man also sehen, vor allem wenn man angeschrieben wird. Also ich sehe jeden Tweet, wo ich erwähnt werde, aber gut, die vielleicht nicht, die haben auch mehr Follower als ich, ist klar. Und ich habe auch einen Kommentar geschrieben. Habe ich eine Antwort von Tizi Schubech drauf bekommen? Nein. Habe ich eine Antwort auf den Tweet bekommen? Nein. Die erste Reaktion, die ich von Tizi Schubech bekommen habe, war unter diesem Video. So. Das Video hatte übrigens 650 Likes und 370 Likes und so 60, 70 Dislikes abends, als es hochgekommen ist. Am nächsten Morgen hatte es schon 700 Dislikes und 680 Likes oder sowas. Und seitdem haben wir halt ein eindeutiges Dislike-Verhältnis. Was aber nicht ist, weil das Video schlecht ist, sondern weil der Streit in den Kommentaren eskaliert ist. Und da möchte ich mich komplett aus der Verantwortung ziehen, weil ich habe nie behauptet, dass diese Schubech faked. Habe ich nicht gemacht. Ich habe nie gesagt, die faken. Ich habe gesagt, sie sind gefittet. In meinen Augen war das auch so, habe ich jetzt gerade erläutert, weil ich hatte diese Episode nicht und mir wurde nicht geantwortet. Außerdem habe ich gefragt, ob mir jemand das erklären kann und nicht gesagt, schreibt Phineas, schreibt den anderen, die Fatal machen, Skandal, beleidigt die zu Tode. Habe ich nie behauptet, das könnt ihr euch das Video angucken, es ist genau so noch online. Habe ich nie behauptet, wollte ich nie. Zumal es dumm wäre, mich mit einer Community von 436.000 anzulegen, wenn meine Videos normalerweise so 4.000 Klicks machen und deren Videos so 140.000, also 20, 40, 30, 30, 40 mal so viele Klicks. Wäre dumm von mir. Ja. Wollte ich auch nicht.
Muss ich nochmal klarstellen. So, ihr seht es auch in den Kommentaren. Ich habe von den ganzen Kommentaren, und da gibt es viele, die mir zustimmen, es gibt viele, die auf Seiten von Tizi stehen, ich habe davon keinen Kommentar geliked, ich habe nur ein paar Beleidigungen entfernt, aber mir war es auch irgendwann zu dumm. Ich habe keinen Kommentar geliked, ich habe keinen Kommentar favorisiert, ich habe auf nichts wirklich geantwortet. Gar nichts. Ne? Tizi selber hat auch kommentiert, wurde da auch gehatet bis zum geht nicht mehr und das finde ich nicht gut. Ja, und das ist der ganz, ganz wichtige Punkt. Ich habe mit den Jungs geredet, ich persönlich habe nichts gegen die Jungs. Ich wollte wissen, warum sie gequittet sind, weil das für mich in der Episode scheiße war. Glaub mir, ich hätte lieber einen Titel geschrieben, krasses Spiel gegen Tizi Schubech. Hätte genauso gezogen wahrscheinlich. Und ja, wäre besser gewesen, weil da hätte es kein Beef gegeben und ich wollte keinen Beef haben. So. Mich hat es in dem Moment aufgeregt, für meine Episode war es schlecht. Und dementsprechend habe ich mich im Video auch bei den Quitt beschwert. Habe aber nicht gesagt, sie faken Fatal allgemein oder habe sie nicht beleidigt oder irgendwas. Das kam hier in den Kommentaren, ja. Und ich habe jetzt hier nicht die ganzen Kommentare, aber hier haben wir beispielsweise einen von Lukas Podolski. Ich glaube, du bist ein bisschen hängen geblieben. Ja, okay. Den Kommentar, da haben wir, guck mal, seht ihr bitte Ramos oder Blanc? Habe ich gerade schon erklärt. Die gab es zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, die Episode. Hier, das ist Betrug. Habe ich auch nie behauptet, das steht einfach in den Kommentaren. Ich bin keiner Date, aber was ist mit los mit dir? Bist du behindert? Er widerspricht sich in seinem zweiten Satz selber. Ja, das ist einfach bescheuert. Das ist wirklich einfach bescheuert, dass ihr, ohne nachzudenken, solche Kommentare schreibt, weil ihr Internet-Eier habt ohne Ende. Weil ihr glaubt, dass ihr im Internet anonym seid und euch alles erlauben könnt. Ihr macht damit den Jungs einen Schaden und den Jungs Kopfschmerzen. An mir prallt das ab, an denen wahrscheinlich größtenteils auch, aber dass sie haben mir geschrieben, dass sie es mitgenommen hat und das kann ich verstehen. Weil wenn Mütter beleidigt werden und wenn man selber zu Tode beleidigt wird, das ist nicht schön. Ja? Wie gesagt, an mir prallt das ab, es ist das Internet. An den Jungs denke ich mal normalerweise auch. Aber scheiße ist es trotzdem. Ja? Und das finde ich absolut nicht okay von euch. Alle Jungs, die gesagt haben, Tizi faked, ohne das Ganze zu reflektieren und deren Meinung einzuholen, schämt euch. Alle, die mich oder Tizi Schubech beleidigt haben, unsere Familie beleidigt haben, uns als Wichser hingestellt haben oder als sonst was, geht euch verbuddeln. Ja? Weil ihr seid peinlich. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt ein Problem mit den Jungs, außer als der Quitt passiert ist. Aber persönlich hatte ich nie ein Problem mit den Jungs. Ich habe die nie beleidigt. Ich würde die nie beleidigen. Die Jungs haben kein Problem mit mir. Wir haben auch ganz normal geschrieben, ohne Beleidigung oder irgendwas. Ihr habt aus einem Missverständnis einen riesen Streit gemacht. Einen riesen Beef. Und ich beende diesen Beef jetzt an dieser Stelle mit diesem Video. Ich konnte nichts dafür, dass Tizi zu diesem Zeitpunkt ihr Video nicht hoch... Da Tizi zu diesem Zeitpunkt das Video nicht hochgeladen hat. Die Tizi-Jungs konnten nichts dafür, weil sie vielleicht aufgrund dessen, dass sie halt größer sind, viel mehr Tweets bekommen, meinen Tweet nicht gesehen haben, meinen Kommentar nicht gesehen haben. Ja, konnten sie auch nichts für. Kann auch sein, dass einer der Mods von denen rausgegangen ist. Ja, können sie also nichts für. Wir beide nicht. Der Beef ist nicht entstanden, weil wir Stress miteinander hätten, sondern weil ihr die Kommentare so geschrieben habt und weil ihr euch aufgebauscht habt. Und das ist absolut nicht cool. Absolut nicht. Allerdings will ich auch überhaupt nicht irgendwie weiter darauf eingehen. Die Tizi-Jungs werden ein Video dazu machen, haben sie mir gesagt. Das ist auch okay, das ist deren gutes Recht. Ich weiß nicht, ob sie es genauso sehen wie ich. Ich weiß nicht, ob die einfach auch keinen Beef wollen, ja, und einfach mal realistisch darauf gehen, dass ich nichts gesagt habe. Ich weiß, Tizi hat nichts falsch gemacht. Ich weiß gleichzeitig, ich habe nichts falsch gemacht. Ich weiß, das größte Problem sind die Kommentare gewesen. Und alle, die mich haten, Glückwunsch, alle, die Tizi haten, schämt euch, ja, gerade wenn ihr denkt, dass ich euch angestiftet hätte. Nein, zwischen mir und Tizi ist alles gut, in meinen Augen. Ich habe keinen Bock auf Beef und beende das Thema jetzt an dieser Stelle. Gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Restlichen Videos dazu könnt ihr euch gerne angucken, sowohl von Pato als auch von Sweater. Deren Meinung, aber meine Meinung habt ihr jetzt gehört. Und damit ist Schluss. Bis dann, macht's gut. Haut rein. Und ciao.